Der Markt ist zurück aus dem Wochenende. Die neue Woche hat begonnen und die alte, ja, uns mit Schrecken nochmal dagelassen. Meine Stimme ist leider noch nicht ganz wieder da. Deshalb gab es auch am Wochenende nicht das übergeordnete Bild. Das werde ich in Kürze noch nachholen. Jetzt mit diesem Video will ich euch aber zumindest mal über den Nahkampfchart, also über das, was jetzt direkt so zu sehen ist und womit vielleicht jetzt für heute zu rechnen ist, versorgen. Wenn ihr mehr Informationen zu dem übergeordneten, wie gesagt, das wird es in Kürze, heute sicherlich nicht mehr, aber die Tage dann auf jeden Fall geben. Wenn ihr wollt, schaut ihr das euch ebenfalls an. So, was macht der Markt? Der ist deutlich nach unten gekommen. Was jetzt spannend ist, ist zumindest mal, dass wir wieder auf das Unterstützungsniveau aufgekommen sind und der Markt zumindest eine Chance hat, hier jetzt zu drehen auf den Tiefs, die wir hier haben. Insgesamt sieht es ja nicht ganz so doll aus. Der DAX Future ebenfalls nicht ganz so doll, wenn wir uns das angucken, ebenfalls so in der Nähe dieser Unterstützungszone ein bisschen Platz nach unten ist da. Und das, was wir so bisher sehen, ist das schon geeignet für eine Drehung. Wie gesagt, ein bisschen Platz auf der Unterseite wäre noch da. Stärke sehe ich aktuell noch null. Also die ist noch nicht wirklich zu erkennen. Im Gegenteil, wenn wir uns nämlich die amerikanischen Indizes mal angucken, dann sehen wir zwar auch, dass wir hier diese Unterstützung haben, die gibt zumindest eine gewisse Hoffnung. Ihr seht das hier, Dow Jones ist auf dieser Unterstützung fast angekommen, aber ihr seht, alles das, was der Markt bisher jetzt nach oben geschafft hat, ist korrektiv. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er das Ganze noch ein bisschen ausreizt, vielleicht sogar noch mal ein tieferes Tief als dieses hier macht. Also wenn wir das Tief hier, was wir hatten am 20. Mai nochmal, oder ja doch 20. Mai, wenn wir das nochmal durchstoßen, ich würde es nicht wundern. Zumindest ist das, was ich hier jetzt im Moment sehe, noch nicht wirklich atemberaubend für die Kaufseite. Ähnlich beim S&P. Der hat allerdings das Tief hier schon leicht angeditscht. Das ist das Typische, dass solche Marken nochmal kurz ausprobiert werden. Warum? Weil da viele Stops liegen. Da sagt man sich, komm, die holen wir uns auch noch. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht an der Stelle dann gegebenenfalls was draus machen können. Also so dieses sogenannte Stopfishing. Viele sagen ja, das ist, weil die Leute kennen die Preise, wo ich meine Order reinlege. Naja, wo ihr eure Order reinlegt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ziemlich sicher hier unten drunter Stops liegen. Und ob das euer ist oder von irgendjemand anderen, ist mir dabei als Händler ja völlig wurscht, welcher Name dahinter steckt. Aber an diesen Marken liegen nun mal viele Stops und deshalb ist der Bruch einer solchen Marke sehr typisch und manchmal überschießt es ein bisschen mehr, so wie hier, manchmal dreht er auch sofort. Im Moment ist aber vom Drehen noch nicht wirklich viel zu sehen, ihr seht das, auch hier ist die Bewegungsrichtung nach oben noch sehr harmlos unterwegs und deshalb noch nicht wirklich geeignet, die Kauflaune hier loszutreten. Wenn wir uns den S&P 500 verlassen und den Nasdaq angucken, nahezu das Gleiche. Also das gefällt mir nicht, wenn ich bullisch unterwegs sein soll. Aber jetzt bleiben wir mal da auf dem Gesamtbild hier erst nochmal. Alle Indizes sind im Bereich, noch nicht zwingend dort. Also Nasdaq und S&P haben es schon leicht getriggert, aber auch der Dow Jones ist im Umfeld. Und der DAX ist in der Nähe von einer durchaus deutlichen Unterstützungszone. Das heißt nicht, dass jetzt der Markt zwingend nach oben wegschießt, explodiert und kein Halten mehr kennt. Es ist aber zumindest meine realistische Chance, dass diese starke Abwärtsbewegung, die wir in den letzten Tagen haben, hier seht ihr noch mein bullisches Bild und dann seht ihr auch, dass es ja überhaupt gar keine Chance gab, hier long zu gehen, weil der Kurs ja durch unsere Lieblingskorrekturzone durchgefallen ist. Null Ansatzpunkt für eine Long-Position. Also daran seht ihr, das wissen wir im Vorhinein nicht, aber wir sehen, es gibt ja keinen Grund, da jetzt hier irgendwo eine Long-Position loszutreten, wenn der Markt sowas macht und eben nichts nach oben triggert. So, also was ich sagen will ist, diese starke Abwärtsbewegung, also dass er da irgendwo wieder mal hinläuft, das wäre jetzt ja noch nicht wirklich ein Drama und allerdings noch kein Liebesbeweis für die Käufer, denn insbesondere wenn diese Bewegung so halbwegs wackelig hier hochgeht, dann müsst ihr eben damit rechnen, dass das ganz klar ein Indiz ist für weiter fallend. Also das, was wir im Kleinen hier haben, das gleiche hier nochmal eine Nummer größer, würde natürlich auch eine größere Portion nach unten eben nochmal mit sich bringen und damit diese Marke nochmal herausfordern, die wir ja immer noch beim Nasdaq hier als eine deutliche Unterstützung haben. Aber wie gesagt, dazu sage ich noch was in einem Update-Video zum großen Bild, aber bitte gebt mir da meiner Stimme nochmal ein bisschen Zeit, bevor ich das mache. Also bleiben wir im Moment noch auf dem kurzen Bild. So, im ganz kurzen Bild hier, 5-Minuten-Chart hier, auch Viertelstunden-Chart, wenn ihr das wollt, könnt ihr das ähnlich sehen. Das ist alles korrektiv nach oben. Das ist ebenfalls korrektiv nach oben. Überlegt euch selber, ob das ein guter Anstieg. Naja,
Eieiei. Ob das ein guter Anstieg ist, also der ist ähnlich verschluckt wie meine Stimme, das ist alles noch relativ ja, dezent unterwegs und dementsprechend abwarten. Ja, was wäre denn ein gutes Zeichen dann für die bullische Seite? Für mich wäre es ein gutes Zeichen, also ideal, man darf sich ja immer was wünschen, das ist ja das Gute. Es passiert nicht immer, wie man sich's wünscht, aber wünschen geht immer. Stellt euch vor, da macht ein neues Tief, damit wir einen guten Startpunkt haben. Nicht jetzt so einen, wo wir schon so krüppelig anfangen, sondern einen guten Startpunkt. Und wenn der Kurs dann Schub nach oben macht und wackelig nach unten. Und das im Zuge einer solchen Unterstützung, dann denke ich mal, hat man auch mit dem Trigger hier beste Chancen, dass der Kurs erst noch mal ein gutes Stück nach oben geht. Denn wir haben, das dürfte man, darf man ja nicht vergessen, hier 2000 Punkte können ja auch locker nach oben gehen. Naja, zwei müssen es nicht sein, aber 1000 oder wenn es nur 500 sind, freut man sich ja unter Umständen auch schon mal, wenn man das an einem Nachmittag mal so ein bisschen mitnehmen kann. Die Zeichen sind also da, dass wir einen Dreh erwarten können. Die Zeichen sind aber noch nicht da, um den Dreh jetzt schon zu erkennen bzw. entsprechend unterwegs zu sein. Viele Fragen in dem Zusammenhang, kann man da nicht schon vorauseilend dann sagen, Mensch, da ist eine Unterstützung, dann gehe ich jetzt schon mal long. Und dann kann ich mir das sparen. Seid da vorsichtig. Nicht selten läuft der Kurs da auch tapfer einfach mal durch und das durchaus sogar weit. Ihr seht hier auch, da hat er nicht sofort gedreht. Hier auch hat er nicht sofort gedreht. Und dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr diese weitere Unterschießung, na was für ein Wort, oder dieses hier nicht sofort gedreht, ob ihr sagt, oh, das ist eine Unterstützung, der dreht da bestimmt. Lasst euch nicht einlullen. Das ist eine Chance. Die muss er aber erst ergreifen. Im Moment ergreift er da noch gar nichts. Erst wenn das hier passieren würde, dann würde man sagen, okay, es passt. Also geht da nicht zu früh rein. Ärgert euch nicht, wenn ihr was verpasst. Aber verpasst, ihr würdet ebenfalls die Verluste verpassen. Wenn ihr da jetzt reingeht, dann seid ihr auf jeden Fall in der Gefahr, dass der Kurs da einfach weiter durchplumpst, so wie er das an mehreren Stellen vorher ebenfalls gemacht hat. So, jetzt will ich eure Ohren und meine Stimme ein bisschen schonen. Ihr guckt euch den Markt jetzt mal an. Ich habe euch ein bisschen sensibilisiert auf das Thema heute Nachmittag. In der Hoffnung, dass euch das hilft und ihr da auf der richtigen Seite landet. Euch alles Gute, liebe Grüße.